Hallo, willkommen hier zu einem Video. Ich bin heute Aloft. Demo. Ne, wir spielen heute Aloft und die Demo. Da sehe ich Potenzial. Also gucken wir uns mal einfach an. Bisschen die Demo. Das Spiel ist nicht komplett, just saying. Also dementsprechend gucken wir mal einmal rein in das Game und schauen uns das mal ein bisschen an, oder? Okay, wir sind hier in der Schlucht. Introduction, find and gather wood. Dann sollten wir erstmal hier Holz suchen. Okay, was haben wir denn da vorne? Our most valuable resource, creativity, was truly limitless. Learn? Ah, okay, diese Steine bringen einen Crafting-Rezepte bei. Interessant, wir haben jetzt ebenfalls gelernt, wie man eine Workbench macht. Für eine Workbench brauchen wir 5 Holz. Die Bäume können wir auch nicht fällen, aber wir können die Äste sammeln. Ah, die Äste geben Holz. Ah, cool, perfekt. Und jetzt brauchen wir kleine Steine, das heißt, hier haben wir einen Stein. Da haben wir Steine, hier haben wir noch Steine. Noch mehr Steine. Wollen wir eine Werkbank? Die können wir auch frei platzieren, ohne irgendwie ein Gitter oder ähnliches. Das ist auch ganz cool. Das heißt, gehen sie und platzieren sie jetzt einfach. Okay, ich weiß nicht, wie die Werkbank funktioniert. Ich lege mal das Holz rein und die Steine. Ah, cool. Man kann also dadurch neue Rezepte selbst lernen. Das heißt, ich habe jetzt Holz und Stein drin und jetzt lernen wir ein neues Rezept. Ein Steinhammer. Okay, wir brauchen aber eine Spitzhacke. Wenn ich 2 Steine zusammenlege... Ich einen scharfen Stein. Dann stellen wir uns erstmal einen scharfen Stein her. Wenn wir jetzt Holz und einen scharfen Stein zusammenlegen, kriegen wir eigentlich eine Axt. Okay, ich dachte, ihr werdet eine Spitzhacke. Nehmen wir die Steinaxt auf Platz 3. Und können uns jetzt eigentlich Holz hacken. So, wir haben jetzt nochmal Blätter bekommen. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Nichts. Aber 3-mal Blätter gibt uns noch ein Rezept. Longleaf Clove. Okay, cool, cool. Machen wir jetzt nochmal ein paar scharfe Steine. Was ist, wenn wir jetzt Holz, Stein und... das reinlegen, dann kriegen wir noch ein Rezept. Eine Spitzhacke, da haben wir sie doch. Legen wir dann unten auf die 2. Jetzt kann ich doch eigentlich... 1, 2, 3, 4. Okay, 3 Stück haben gereicht. Ich glaube, Island und finde Second Knowledge Stone. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einen zweiten Stein suchen. So, da haben wir auch den zweiten Stein. Kleines Jump'n'Run. Machbar. Mother Earth provided that from which we try. Dann lernen wir mal. Okay, ein Sägewerk. So, ein scharfer Stein. Und jetzt ein Sägewerk. Kleines. Jetzt legen wir das Holz rein und es läuft nicht automatisch. Ich muss F drücken. Ah, cool. Aber es läuft auch automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt nichts mache, wird es automatisch hergestellt. Okay, das heißt, ich kann es beschleunigen, indem ich einfach F drücke. Cool, cool. So, jetzt haben wir Planks. Jetzt können wir den Planks machen. Bei Longleaves und eine Planke geben den Glider. Okay. Der Gleiter ist jetzt equipped und kommen wir zu unseren Tatsachen. Ja, wir fliegen. Wie geil ist das denn? Kann ich jetzt da hinten hinfliegen? Ich will auf die andere Insel da hinten hin. Ja, unsere Ausdauer leidet ein bisschen drunter. Aber... kommen wir jetzt da hin? Nice. Wir sind hier gelandet. Wie geil ist das denn? Ein Rätsel? Eine Höhle? Können wir was lernen? Können wir hier lernen? The Sea of Clouds brought us as home again. Ja. Ein Rad? Aber hier mache ich meinen Cut zu und den Rest lasse ich euch erkunden, um ehrlich zu sein. Nein, das ist nicht bezahlt hier. Aber unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zum Steam-Spiel. Und es auch mal selbst weiter erkunden, wenn ihr möchtet. Mhm. Und sobald der Multiplayer da ist, würde ich das Spiel dann nochmal ausprobieren. Sonst würde ich sagen, erkundet die Welt selbst, schaut nach, liegt weit. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bin raus. Ciao, ciao.